Wir fahren heute weg und er weiß nicht, wohin es geht. Ich bin in München und wir fahren heute weg. Also mein Freund und ich fahren heute weg. Und er weiß nicht, wohin es geht. Ich habe für seinen Geburtstag einen kleinen Minitrip geplant. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Ich freue mich sehr. Ich glaube, es wird richtig, richtig schön. In circa 3 Stunden geht's los. Ich bin top vorbereitet. Let's go. Und haben gegessen und ich bin irgendwie ein bisschen platt. Aber wir haben gefunden, beziehungsweise wir haben gesehen, dass es hier eine Therme gibt, die sehr, sehr schön aussieht. Und wir haben natürlich keine Badensachen dabei. Deswegen habe ich mir gerade noch so einen richtig tollen Bikini bei Taco gekauft, damit wir gleich eine Runde in die Therme gehen können. Die Therme ist auch einfach 50 Minuten Fußweg entfernt von hier. Aber was soll man machen? It is what it is. Wir haben halt kein Auto. Keine Ahnung, ein Bus fährt hier, aber der fährt nur alle 30 Minuten. Wir haben herausgefunden, dass wir doch nicht zur Therme können, weil wir einfach an so einem dunklen Wald vorbeilaufen müssten, mitten in der Nacht. Habe ich hier irgendwie Schokolade? Nee. Und wir haben uns dagegen entschieden. Ich glaube, da ist auch gar kein Gehweg. Da ist einfach nur Landstraße. Aber ich habe jetzt Badezusatz. Für heute und für morgen. Weil wir haben eine Badewanne hier im Airbnb. Und den Bikini kann ich dann wieder umtauschen. Ich würde sagen, Geld gespart. Sparfuchs. Bestens aufgestattet. Zieh weg. Das ist das Schloss Spangau. Mal sehen, ob wir da hinkommen. Ich weiß nicht so recht. Ich sehe zumindest keinen Weg, der da hinführen sollte. Ja. Ich wurde einfach gescammt. Ups. Hier ist einfach nur die Hälfte drauf und auch gar nicht das Motiv, was ich mir ausgesucht habe. Tour gebucht, aber die geht erst um 14.10 Uhr los. Das heißt, eine Stunde müssen wir uns die Zeit vertreiben. Kriegen wir hin. Ich habe im Souvenirshop zugeschlagen. Ein
Magnet für den Kühlschrank und ein Lesezeichen. Yippie, yippie, yippie. Was ist da? King's Landing, The Wall und andere Grasland. Stein. Ja. Wie beim Yoga. Jetzt haben wir den gesamten Erlebnis-Rastplatz genutzt. Toll, oder? Wir haben übrigens die falsche Abzweigung genommen und sind jetzt auf dem Wanderweg statt dem Weg, den wir hingenommen haben. Aber ich finde das gar nicht schlimm, weil wir ganz coole Sachen sehen. Und ja, noch eine kleine Wandertour eingelegt haben. Achso, und wir waren im Schloss Neuschwanstein. Aber darin durfte man gar nicht filmen und gar nicht fotografieren. Ja, aber es war schön, oder? Ja. War schön. Und wir hatten so einen Audio-Guide. Aber es war irgendwie voll schnell vorbei. Naja, aber trotzdem sweet. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin wieder zurück in München und werde jetzt hier auch die Woche über noch bleiben, bis Samstag. Gerade ist Homeoffice angesagt, ich arbeite auch von hier. Aber ich habe für heute Abend zwei coole Sachen geplant. Ich versuche mir nämlich auch während dem Reisen schön zu machen und ja, mich nicht zu vernachlässigen. Und zwar zum einen, es ist total laut draußen. So, ich habe mal kurz das Fenster zugemacht. Zum einen gehe ich heute Abend erstmal meine Nägel machen lassen. Die sind so lang geworden. Ich werde sie diesmal wirklich radikal kürzen, weil ich auch gerne zu Hause wieder Klavier spielen wollen würde. Wenn das alles fertig ist, habe ich heute Abend noch eine Free Class, also eine Freistunde in einem Pole-Studio hier gebucht, weil ich gerade einfach ultra Bock auf Pole Dance habe und ich habe gar nichts mit, ich habe keinen Grip mit, ich habe keine Klamotten dafür mit, aber ich werde einfach ein bisschen Freestyle tanzen oder auch Choreos tanzen. Da brauche ich keinen Grip für und da kann ich auch lange Kleidung anhaben. Da freue ich mich übel drauf, wirklich. But right now, the sun is shining. Und ich werde jetzt noch arbeiten.
gerade zum ersten Mal seit wirklich 2 Wochen oder so. Na gut, vielleicht 1,5 Wochen. Aber ich war lange nicht geschminkt. Also, lange. Aber es tut gut. Oh mein Gott, es tut so gut, sich mal wieder richtig fertig zu machen. Oh mein Gott. Ich hatte halt die ganze Zeit nicht die Zeit dafür, beziehungsweise auch nicht die Muße dafür, weil ich einfach so... Nee, es war nicht meine Zeit. Ich habe mich nicht so gut gefühlt. Aber heute fühle ich mich besser. So fresh and so clean. Auf jeden Fall habe ich mich die letzten Tage echt scheiße gefühlt, weil ich hier alleine in dieser Bude hocke den ganzen Tag und arbeite und nicht rauskomme, nichts mache. Deswegen habe ich mir gestern auch diesen Pole-Kurs gebucht, beziehungsweise die Open Class. Und es war so eine gute Entscheidung, wirklich. Ich habe mich so gut gefühlt. Es hat so viel Spaß gemacht und ich liebe Pole Dance. Ich liebe Pole Dance über alles und ich glaube, ich habe jetzt auch nochmal realisiert, dass ich, wenn ich wieder zu Hause bin, 2-mal die Woche zum Pole Dance gehen möchte und dann finanziell ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss. Aber it's worth it. Es macht mich so glücklich. Und meine Nägel sind sehr kurz, aber ich lieb's. Ich finde es, also genauso wollte ich sie haben. So richtig schön schlicht, kurz, damit ich wieder Klavier spielen kann zu Hause. I'm feeling good today. I'm feeling really, really good. Und jetzt geht's wieder an die Arbeit. Ich geh jetzt los, was zu essen kaufen. Übrigens, Leute, wie findet ihr meine neue Tasche? Die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Süß, oder? Noch nachträglich. Ein kleiner Einblick in meine jetzige Situation, in meine Gefühlslage. Ich fühle mich gerade so overwhelmed und so, ich so kurz vor einer Panikattacke stehen würde einfach oder vor so einem Nervenzusammenbruch. Mir tut es halt gar nicht gut, hier den ganzen Tag alleine zu sein. So, nicht, dass ich ein Problem damit hätte, alleine zu sein, aber ich bin halt unglaublich gerne mit meinen Dingen umgeben. Ich bin unglaublich gerne in meinem Zuhause und habe meine Sachen, die ich so brauche oder halt, keine Ahnung, meine Einrichtung, Matcha. Und vor allem die größte Sache ist, glaube ich, gerade die Katzen. Also ich vermisse die beiden so sehr. Also Homeoffice ist einfach was anderes, wenn du halt immer mal wieder 2 Kätzchen kuscheln kannst. Oder wenn du halt den ganzen Tag hier alleine hockst und dich total eingesperrt fühlst. Und ich habe gerade für 5 Minuten einfach mal die Augen zugemacht und die letzten Sonnenstrahlen hier versucht abzufangen. Die sind nämlich auch gleich weg. Damit schon, oh, schon fast 17 Uhr. Das ist perfekt. Nur noch 1 Stunde. Kann nämlich wirklich nicht mehr. Und das ist auch so eine Sache. Bei mir ist es so schwierig, weil ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Aber wenn ich in einer depressiven Phase bin, dann sind es immer so High-Functioning-Depressionen. Also, dass ich halt trotzdem aufstehe, trotzdem mich fertig mache, trotzdem arbeite, trotzdem eigentlich alles mache, was so ansteht. Und man merkt es halt immer nur an so Kleinigkeiten. Ich habe es jetzt halt zum Beispiel daran gemerkt, dass ich gar keine Motivation, gar keinen Grund hatte, die letzten Tage mich fertig zu machen. Ich habe mich nie geschminkt oder so. Und es ist halt, es ist ja auch okay, aber ich merke es halt daran, dass so keine Motivation einfach da ist. Dass so eine Antriebslosigkeit eigentlich innerlich da ist. Oder ich halt dann rebelliere, weil ich denke, ich mache halt das, was ich machen muss. Und das alles, was ich nicht machen muss, droppe ich halt so gefühlt. Deswegen ist es halt so schwierig für mich, weil eigentlich, wenn man es so sieht, arbeite ich ja gerade krank weiter. Und dadurch wird es nicht besser, dadurch geht es mir nicht besser. Ich merke, dass meine Arbeit komplett mangelhaft ist. Also für meine Verhältnisse, für meine Achten ist es mangelhaft. So, ich erledige trotzdem die wichtigsten Aufgaben, aber ich würde gern mehr machen. Ich würde gerne konzentrierter sein. Ich würde gerne strukturierter gerade sein, als ich es gerade bin. Ich bin super strukturiert. Und es ist nicht so, als ob gerade alles aus dem Ruder laufen würde. Aber ich würde einfach gerne... Boah, mir ist auch gerade super schwindelig. Ich würde einfach gerne ein bisschen mehr machen können. Boah, mir geht's echt scheiße. Und genau das sind die Zeitpunkte, wo ich eigentlich merke, ich sollte jetzt vielleicht einfach 1 Stunde früher Feierabend machen, weil ich halt krank bin oder weil es mir halt einfach wirklich nicht gut geht. Aber stattdessen ist es halt einfacher, sein psychisches Leiden einfach zu verstecken. Also für mich ist es einfacher, es zu verstecken und durchzuziehen, mich zusammenzureißen. Das ist so das, was einem gesellschaftlich auch beigebracht wird. Also es ist ja oft so, dass psychische Probleme oder Depressionen oder sowas oft mit einem Mangel assoziiert werden. Einem Mangel von Stärke, dass man sich nicht zusammenreißen kann, dass man nicht stark genug ist, dass man nicht so viel aushält wie andere. Dabei ist es ja eigentlich einfach eine Krankheit. Und ich meine, ich suche es mir ja nicht aus. Ich suche es mir ja nicht aus, dass es mir schlecht geht. Und mir wird es auch lieber gut gehen, als dass es mir schlecht geht. Weil es bringt mir ja nichts. Ich arbeite ja trotzdem. Ich mache ja trotzdem alles. Und ich mag es auf jeden Fall gerade. Und dann kommt halt natürlich immer noch dieses Stigma dazu. Oder diese Angst auch vor diesem Stigma. Dass man dann halt lieber sagt, okay, ich schluck's jetzt runter und mach's jetzt trotzdem alles. Anstatt mich zu offenbaren, mich verletzlich zu machen, wird man halt anders gesehen, anders betrachtet, anders blablabla. Ich hocke mich jetzt wieder an den Laptop.
Es ist nur noch eine Stunde. Ich werde es schaffen, ich werde es aushalten. Es ist jetzt no reason. Ganz ehrlich, Leute, eigentlich, ich bin jetzt gerade ein bisschen sauer auf mich selbst. Eigentlich müsste ich mich jetzt einfach verabschieden und sagen, hey Leute, heute eine Stunde weniger, mir geht's nicht gut. Ich mach's jetzt trotzdem. Aber nehmt euch kein Beispiel an mir, bitte, sondern lasst mir das gesagt sein. Wenn es euch schlecht geht, geht's euch schlecht. Wenn ihr krank seid, seid ihr krank. Und dann darf man auch mal Pause machen, krank sein, sich ausruhen, sich erholen. Peace out, Leute. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich brauch wieder mal Sriracha. Hallo. Ich trage heute das Bobby-T-Shirt und ich lieb's. Ich muss in 5 Minuten los zum Tätowieren und ich bin richtig aufgeregt, weil das wird mein größtes und mein geilstes Tattoo, glaube ich, jetzt. Und ich bin aufgeregt. Bin ich jedes Mal. Aber ich krieg das hin. Und ich bin komplett fertig. Mir ging es echt richtig scheiße gestern. Und ich lag den ganzen Tag im Bett und konnte mich nicht bewegen, aber... Hallo. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Das Tattoo gestern war anstrengend. Ich sag's, wie es ist. Also es war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich habe es durchgezogen und ich bin echt froh, weil eine zweite Session wäre echt peinlich gewesen. Ich sag's, wie es ist. Vom Schmerz her ging es bis auf die letzten 15 Minuten, aber mein Kreislauf hat halt komplett Faxen gemacht. Auch am Ende des Desinfizieren. Alter, das war wirklich eine Sensation. Die habe ich noch nie gespürt in meinem Leben. Also es war wirklich richtig schlimm. And there it is. Gerade noch halb in Folie eingepackt, aber die Folie geht schon an manchen Stellen ab, deswegen muss ich sie gleich abmachen und anfangen einzucremen. Was ein bisschen ungünstig ist, weil eigentlich wollte ich es länger drauf lassen, aber naja. Gut, meine Lieben, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Ich hoffe, der Bayern-Vlog war irgendwie schön. Ich freue mich auf jeden Fall, ihn zu schneiden, weil ich mich schon sehr freue, wieder zurück nach Füssen mental zu reisen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne einen Kommentar da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Bye!